Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir den § 22 Absatz 1 des Saarländischen Naturschutzgesetzes ändern. Die Begründung in dem Entwurf hört sich zwar kompliziert an, beinhaltet im Grunde aber nur Gutes für unser Land. Das Insektensterben, der Artenrückgang und die Forderung der Bevölkerung zu mehr Nachhaltigkeit und mehr Umweltschutz, auch in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, war Grundlage für ein neues Insektenschutzgesetz des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz. Die im derzeitigen Bundesnaturschutzgesetz Änderungsentwurf geplante Aufnahme von artenreichem Grünland in den Biotopschutz unter § 30 hätte für das Saarland erheblich negative Auswirkungen. Die Gebiete, die nach dem Gesetzentwurf des Bundes unter den Schutz des § 30 Bundesnaturschutzgesetz fallen würden, beziehen sich auf 13.500 Hektar. Das betrifft 30% der gesamten bewirtschafteten Dauergrünlandes. Im Änderungsentwurf wird artenreiches Grünland generell unter Schutz gestellt, ohne regionale Besonderheiten und Belastungen für die Landwirtschaft in ihrer Betriebsführung zu berücksichtigen. Eine Unterschutzstellung des gesamten artenreichen ökologisch bedeutsamen Grünlandes würde die saarländischen Landwirte deutlich mehr belasten als in allen anderen Bundesländern. Das Bundesnaturschutzgesetz beinhaltet nach dem jetzigen Entwurf eine Öffnungsmöglichkeit, die zur Sicherung der speziell saarländischen Situation nutzbar erscheint. Da derzeit im Saarland keine Regelung zur Unterschutzstellung des nunmehr umfassend unter den Schutz des § 30 Bundesnaturschutzgesetz fallenden Grünlandes vorhanden sind, kann diese auch keine Einschränkungswirkung auf der bundesgesetzlichen Regelung entfalten und damit die Schaffung des für die Fortführung des saarländischen Weges notwendigen Freiraums ermöglichen. Deshalb gehen wir hier einen eigenen Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die als höchstwertige ökologische Grünlandflächen mit der Bezeichnung FFH 6510 Grünland und des Bewertungszustandes A und B kennen wir alle. Wir erfreuen uns ab Mai an der Blüte der mageren Flachlandmähwiese, die dahinter stecken. Das sind die Wiesen, die man in der Fachsprache als extensiv genutzt bezeichnet. Sie werden nur ein- bis dreimal jährlich gemäht. Dadurch erfreuen wir uns bei den Spaziergängen durch die Natur an ihrer Blütenpracht von Mai bis September. Sie bieten Lebensräume mit hoher Vielfalt an Pflanzen und Tierarten. Man findet 30 bis 45 Pflanzenarten je 25 Quadratmeter und eine hohe Anzahl von Tierarten. Sie gehören durch ihre naturschutzfachliche Bedeutung zu den besonders geschützten Lebensräumen. Mittlerweile werden sie als Kulturgut anerkannt, da sie über Jahrzehnte nur durch die Heuernte genutzt wurden. Deshalb ist es so wichtig, diesen Zustand langfristig zu erhalten und in einigen Defizitgebieten auch zu verbessern. Das gilt insbesondere für das saarländische Naturschutzgrünland. Die vom Bund gewählte pauschale Reglementierung des mesophilen Dauergrünlandes ist für viele Bundesländer fachlich zutreffend, jedoch nicht für die saarländischen Besonderheiten. Darüber besteht zwischen dem Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz sowie den Verbänden Einigkeit. Da eine Änderung des Insektenschutzgesetzes auf Bundesebene in absehbarer Zeit nicht kommt, bietet uns die Nutzung der Öffnungsklausel durch diesen Gesetzentwurf die Möglichkeit, unsere guten Erhaltungszustände zu sichern und auszubauen. Damit werden die ökologisch bedeutsamen Grünlandflächen im saarländischen Naturschutzgesetz § 22 unter Schutz gestellt und die rechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung dieser bundesgesetzlich zugelassenen Freiräume für unseren saarländischen Weg geschaffen. Deshalb sind die Voraussetzungen in diesen Grünlandbeständen insbesondere für Insekten, aber auch für viele andere Tierarten sehr gut und von besonderer Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt. Durch die Unterschutzstellung der ökologisch besonders hochwertigen Grünlandflächen einerseits und die freiwillige Vereinbarung über die Erhaltung
der für den Insektenschutz bedeutsamen, aber nicht ganz so ökologisch hochwertigen Grünlandflächen andererseits soll die im Saarland bisher bewährte und erfolgreiche Erhaltungsstrategie der saarländischen Naturschutzgrünlandes weiter fortgeführt werden. Ich bitte um Ihre Zustimmung.